bin freezing. Was liegt denn hier Feines? Paramedic Jacket. Kann man bestimmt... Ja, das ist eine Jacke von einem Rettungssanitäter oder so. Mhm. Das ist ruined. Ich treffe gerade das Schließenfenster-Ding ins Kirchen nicht. Denke, wenn hier unten so nichts mehr liegt, gehe ich mal nach oben. Ach, hier kann man die Tür aufmachen. Was ich gut finde, ist, dass das ganze Zeug, was es zu essen gibt, nicht zu 90% verrottet ist schon. Ja. Bloodbag Kit. Ein Bloodbag Kit, das ist gut. Ein bisschen Blut könnte ich gebrauchen. Ich bin ja null positiv, ne? Ich kann das nur inspekten. Painkillers. Ach komm, friss mal ein paar Painkiller. Was geht ab? Ich bin durch die Wand. Jetzt kletter ich gerade eine Leiter hoch. Vitaminpillen. Was es hier nicht alles gibt. Schön. So, jetzt bin ich auf dem Dach. Na, da komme ich glaube ich auch gleich hin. Ach, da bist du. Liegt aber nix. Ich bin übrigens hinter dir, ne? Nicht, dass du erschrickst. Ach, ich könnte dich mit Schmerzmitteln füttern. Du kannst sie doch mal fressen. Hab ich schon. Zombie. Wo? Irgendwo. Nicht hier. Geh mir echt auf den Piss. Da, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Drei. Das geht mal fix jetzt. Achso. Du hast Vitaminpillen in der Hand oder so. Ja, aber... Mach doch mal. Also, der reagiert nicht richtig, der Charakter irgendwie. Der stand gerade 3 Meter von mir weg. Wieso hat er mich... Wieso trifft er mich? Ja, das frage ich mich auch immer. Warum treffe ich ihn nicht? Ah! My leg is painful. Und ich blute und ich habe keine Rags. Ah, das ist schlecht. Kann ich die... Nee, kann ich auch nicht. Fuck. Bleibt ja nichts anderes übrig. Moment. Kann man die Hosen zerreißen? Nee, kann man nicht. Scheiße. Oh, ich habe noch einen Zombie gehört. Toll, ich werde hier verbluten, elendig. Ja, lass mal noch suchen, ob wir nicht noch was finden. Die steht in der Tür. Wenn du die Treppe runterkommst. Oh, jetzt ist sie hinter mir her. Oh, und ich bin hier alleine. Bin da. Such du nach irgendwelchen... Sachen, ja. Fuck, ey. Ich geh mal rüber in ein Haus rein, irgendwo. Sind ziemlich hartnäckig geworden, die Zombies. Hm. Ich gehe in das Haus, das über die Straße hinweg ist. So ein kleines Häuschen da oben liegt was auf dem. Da liegt was auf dem Schrank. Ich komme nicht dran. Ich hab's. Ich hab Rex. Ja, ich lauf gerade wieder auf die Straße. Oh nein. Ich stehe auf der Kreuzung. Ja. Oh nee, ich hab die Rex nicht. Die liegen in dem Häuschen da. In dem kleinen. Gleich, wenn du reinkommst, war ein Schrank. Da habe ich die Dinger zerrissen. Ich hoffe jetzt mal, dass sie nicht auf dem
Dings drauf liegen. Auf dem Schrank. Hier oben liegt nichts drauf. Light Blue Tracksuit Pants. Oh, fuck. Hier liegt nichts drauf. Ich hatte sie doch. Warum? Ich hatte die doch ins Inventar gesteckt. Ich hab's nicht mitbekommen. Doch, hier. Komm auf die Straße. Ich hab sie hier. Ich komm sofort. In der Hose war noch Platz. Oh, ich höre einen Zombie. Ja, hinter dir. Ich sehe ihn. Schlecht, aber ich sehe ihn. Yes. Ich blute nicht mehr. Man könnte doch meinen, dass man mit so einer Machete gegen den Zombie gut ankommt. Ja, war total verkackt. Ne? Aus der Luft geangelt. Du hast ihn erwischt. Meine Fresse. Oh Gott. So, ich nehme das eine Rack nämlich wieder mit. Mhm. Sicher, sicher. Puh. Das war knapp. Was ist das? Was ist das denn? Paper. Papier. Read Note. Nix. Ich habe hier eine Jacke. Ich bin hungrig. Aber ich möchte meine Regenjacke nicht tauschen. Hast du was zu essen dabei? Wow. Und? Ja, bin ich. Cool bleiben. Einmal. Ist das mal, falls es nicht... Alles? Falls es nicht reicht, habe ich... Ja, ich habe noch genug da. Ich hätte noch mehr, um dich zu versorgen, wenn es sein müsste. Ja, wie ein liebender Vater bin ich zu dir. Ja. Hier oben liegt wieder nix. Das ist unfassbar. Und? Was hast du? Yay, ist es weg. Moppethelm. Anglerhut. Willst du nicht haben? Nö. Nehme ich den nämlich. Da liegt noch ein Moppethelm. Hey. Den nehme ich aber mit. Weil? Der hat eine schönere Farbe. Was hat denn der für eine Farbe? Grau. Ja, da bin ich wählerisch. Ein Portable Gas Stove, den nehme ich auch wieder mit. Was steht denn hier? I'm freezing, bla bla bla. Ich kann dich mitnehmen. Was kannst du? Den tragbaren Gasofen. Dann nehme ich den mit. Kein Platz mehr drin. Vielleicht kann ich den ja auch in meinen Kochtopf reintun. Kochtopf? Nee, leider nicht. Hier liegt schwarze Farbe, falls du deinen Helm schwarz färben willst. Geht das? Ja, habe ich gerade probiert. Geht. Wie mache ich das denn? Ach, der war auch nicht grau, der Helm, der war weiß. Sewing Kit liegt hier auf dem Boden, falls du das brauchst. Okay, das kann ich zumindest mal testen. Jetzt. So, ich habe den Gas Stove mitgenommen. Ist die Farbe? Cannot be used. Wenn du da durch die Tür gehst, so schräg rechts vor dir. Ah. Jupp, sauber. Okay, also ich konnte meine Handschuhe mit dem Sewing Kit verarzten. Ich weiß gar nicht, wie meine aussehen. Das war's dann damaged. Schon. Damaged. Liegt das hier noch? Ja, ich hab's liegen lassen. Ja. Damaged. I have managed... Bringt ja schwer viel. Also ich konnte es nur für meine Handschuhe verwenden. Ja, ich habe es auch auf meine Handschuhe angewandt und das war halt dann immer noch damaged. Ach so? Ja, badly damaged. Super. Da vorne ist, glaube ich, so ein Laden oder sowas. Mhm. Tür ist offen. Ha, guck mal hier. Was haben wir denn hier? Was liegt denn da? Eine Pfanne? Eine Frying Pan. Yeah. Mit Handschuhe waren da. Battle damaged. Achso, weil er wieder atmet. Ich dachte, du hättest sie weggenommen. Was liegt denn da? Ein Hammer! Wenn ich einen Hammer hätte, kann ich vielleicht meine Frying Pan in das Starter Kit reinmachen? Ich hab doch hier dieses Portable Gas Stove.
Dann brauchen wir jetzt noch so ein Gas-Dings. Dann lasse ich das Feuergedönse hier. Ja, ist alles drin, was man braucht, um ein Feuer zu starten. Mehr steht aber nicht dran. Ich lasse es hier. Okay. Ich weiß ja, wie man es macht. So, Richtung hier, weil wegen Feuerwehr. Da sind die Türen offen. Wo war das denn? Das war doch hier irgendwo, oder? Da. Da hinten? Da wurden wir mal getötet. Kann ich mich jetzt... Wir kamen, doch, richtig, ja. Wir wurden da mal getötet. Die Türen sind offen. Die sind normalerweise sind die Türen zu. Hm. Ich packe mal meine Knifte aus. Guck mal da oben rein. Da vorne kommt ein Zombie gelaufen. Soll ich den abschießen? Nee. Okay. Ich nehme mir den vor. Ich hoffe, wir finden Äxte. Ja, Äxte wären gut. Dann lasse ich endlich diese blöde Machete hier. Blöde Zombie, du. Ist er jetzt tot? Ja. Wie der sich immer anbietet, ey. Nimm ich. Achso. Knifte? Da liegt auf jeden Fall eine Menge Zeug. Mhm. Eine Axt. Nimm dir die. Und Handschellen. Nimm du dir die, so. Nimm du. TTSKO Jacket. Feuerlöscher. Feuerlöscher. Mhm. Noch ein Feuerlöscher. Hier war noch keiner. Damaged und Damp. Doch. Das Ding ist nass. Liegt denn da? Ein Small Protector Case. Das ist gut, das nehme ich mit. Das passt bestimmt in meine Hosentasche. My leg is in pain. Warum? Du bist vorhin getroffen worden, oder? Aber warum denn jetzt erst? Ein Portable Gas Stove, den nehme ich auch mal mit. Den habe ich auch schon. Du hast ja einen, ja. Aber ich nehme trotzdem einen mit. Wollen wir hochgehen? Ich geh mal hoch. Ich hab ein bisschen Schiss. Da liegt eine Hose. Auch Military Pants. Da liegt eine Jacke. Und Munition. Aber hier ist niemand. Wow, 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 wow. Außer mir. Schild. Ne, hier ist sonst nichts, außer am Zombie schon wieder. Ich hab nichts gehört. Ein Black Tactical Shirt, das mache ich mal in Rex. Oh, jetzt habe ich ihn gehört. Die ich leider nicht mitnehmen kann. Rex? Ah doch, kann ich. Ich muss nur da ins Ding reinpacken. Ach, nicht so. Egal. Was für eine Munition ist das? 357. Habe ich davon nicht so viel? Doch. So. Tja. Warum nimmst du nicht deine Axt? Ja, weil sie nicht in der Schnelldingsliste drin ist. Hast du schon eine Axt und dann benutzt du die nicht. Kann ich die ja eigentlich ja wegwerfen, wenn er die mal aus der Hand nehmen wird. Die Machete brauche ich dann nicht mehr. Dann nehme ich mir die. Bloß nicht runterfallen. Ah. Gesundheit. Dankeschön. Oh, ich will meine Hände immer auf QWEA legen. QWEA? Mm. Achso, ja. Mm. Such die. Ja.
Da unten läuft sie. Ja, mit der Axt geht das natürlich einiges besser. Komm her. Ja, der erste ist weg. Wenn es noch einen gibt, dann... Machst du den gleich mit? Ja. Wäre doch nicht so ganz mau hier. Nein. Ja, ich höre einen. So ein wild wichsendes Exemplar hier. Was ist er denn? Ach, da in der Ecke. Ja, klar. Das ist, oh, er läuft auf dich zu. Jetzt nicht mehr. Bleib doch stehen. Also, das ist mit dem Regen ja echt ekelhaft. My leg is in pain. Ich suche mal einen Strauch. Ich folge dir. Finde aber keinen Strauch. Alles eingezäunt. Mhm. Da oben sind, glaube ich, zwei. Menschen? Nein, Sträucher. Was? Aha. Chop Firewood. Oh. Aber ich will ja kein Firewood, ich will ja... So. So. Du hattest... Ich hatte Rags, ja. Ja. Hast du hingeschmissen? Noch nicht, Moment. Aber jetzt? Da, ja. Craft. Splint. Splint. Oder Spint. Splint? Spint? Splint. Oder? Voll den Baum gefällt, ey. Ich glaube, ich kann das nicht machen, weil mein Inventar voll ist. Da, Craft Splint from Rags and Wooden Stick. Ja, wenn du willst, kann ich das versuchen. Ja. Warum ist es da? Error putting item in my hands. Ach, weil ich vielleicht die Machete noch in der Hand habe. So. Ach, jetzt machst du schon. Craft Splint. Ja, du bist ja was am Graften. Am Graften? So. Einmal Splint für dich. Jo. So, den Gasofen lasse ich hier liegen, das ist mir jetzt egal. Du sollst den usen, du Depp. Breakdown into wooden sticks and rag. Use. Ui, was ist denn das für ein Stock? I've used splint on my limb. Gut, passt. Ist hier ein Loch? Ja, hier muss irgendwo ein Loch sein. Ich sehe kein Loch. So, mal kurz gucken, wie spät wir denn jetzt haben. Ach, ich höre schon wieder einen Zombie, das gibt's doch nicht. Wow. Wow! Hallo Freund! Jetzt pack doch mal die Kacke aus, Mann! Wow! Und wo rutschst du denn hin? Geil! Ah, er ist tot, okay. Ah, dann rutsch, wohin du willst. I'm extremely hungry. Oh, ey. Schon wieder? Ja. Apropos hungry, danach wollte ich ja eigentlich gucken. 20, ja. Demnächst sollte es was zu essen geben. Okay. Könnten wir ja das jetzt quasi nutzen, um uns hier irgendwo zu verstecken? Ich würde hier sagen, hier drinnen so. Willst du noch was zu essen? Nee, wäre glaube ich Verschwendung, oder? Fürs nächste Mal. Ja. Gut. Ach, da haben wir heute wieder viel gelernt. Ja, und auch mal wieder relativ viel geschafft. Ja, kann man so sagen, weil wir haben ja von null angefangen. Jetzt haben wir Stunde 10 ungefähr richtiges Videomaterial und 2 Stunden 10 Outtakes. Ja, Outtakes, genau.
Jo. Müssen wir irgendwas sagen? Vielleicht noch. Aber das wäre es dann auch schon. My stomach grumbled violently. Gut, ja. Ich hoffe, euch hat die heutige Aufnahme gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.